Hallihallo, herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Twin Fever. Ja, wir haben gerade die Bahn wegfahren sehen. Und wir haben noch das Jahr 1918. Und ich muss sagen, es sieht ganz gut aus. Bis jetzt. So, wir haben hier gelb. Lass mal gucken, wie gelb wieder. So, Krümmung. Oh no. Falsch gebaut. So. Und das dann so. Bitte nicht möglich, bitte in zwei Schritten bauen. Wie? Mich verarschen? Das heißt, ich kann nur hier vorne machen. Nee. Wird mich jetzt doch verarschen, oder? So. Jetzt müsste es eigentlich hinhauen. Warte mal. Also von links nach rechts. Ja. Falsch gebaut. Geht das nicht? Jetzt geht. Komisch. Komisch. Ist schon... Warte. Hier ein bisschen mehr in der Mitte machen. Ja.
So. So. Und zack. Und zack. Depot. Natürlich nicht so gut. Aber das. So. Holzminden Nordhausen. Da kostet viel zu viel. Komm. Und schön drei Achser. Oh, die Donnerbüchse. Komm, die Donnerbüchse. Komm, wenigstens noch einen. Klonen. Linie zuweisen, Holzminden Nordhausen. Damals schon, Holzminden Nordhausen. Ah, das ist schon geil. Muss schon sagen. Boah. Aber allein schon hier wieder 12. Das ist wieder abartig. So, Holzminden Nordhausen ist jetzt befeuert. Mit 3 Minuten Takt. Holzminden quer. 25. Bei Lea könnte man eigentlich auch noch mal. Oh yeah! Oh yeah! Was kommt jetzt? Die T1? Die besser? Die 60 km/h. Komm. Die T1er. Die 60 km/h schnell. Das ist schon gut. Gut, dann müssen wir jetzt mal gucken, was im Alter ist. Oh ja. Lea West. Und das für Straßenfahrzeuge. Ach, die alten noch. Gut, dann bitte Fahrzeugersatz. Nehmen wir mal die. Boah, wie sehen eigentlich Lea West aus? Machen wir mal so. Lea West. Drei. Nehmen wir 9. So. Ja. Hundert. Oh, Share Zentral. Da brauchen wir definitiv Fahrzeugersatz.
Da kommen die Gotha drauf. Das ist schon ganz gut. So. Scherkreuz. Und auch Trams. Und auch die Gotha. Zusatz. Dann nehmen wir eine kleinere Mac. Auch nochmal eine schnelle Modernisierung durch. Und ja, da haben wir das erstmal. Aber die wollen wir stehen. Oh yeah. Oh, ein Krokodil. Hier ist schon wieder. Was hier wieder abgeht. Nicht mal normal. Oh, alles. Hier ist mein Leerzentral. Straßenfahrzeugdepot. Tramdepot. Tram. Leerzentral. Weil schon 56 Sekunden. Ja, ist zu stark. Und da geht zwar auch noch. Ja, die Holzmünzenzentrale. Einfach mal durchtakten. Quer hat ja diese und dann haben wir ja die hier, die sind ja auch so langsam. Guck mal, die fahren 25 und die fahren 60. Das ist schon ein Unterschied. Ja. Gut, dann haben wir die Rendsburg. Wo wollen wir? Steht Holz. Darf ich auch nochmal aufrüsten gleich? Benz, Kohle, Holz. 25, 50. Oh yeah. Oh yeah. Baureihe 95 und die Bayer GT2 4x4. Also. Immer steht Holz. Dauert jetzt eine Weile. Und
hier die Bäume statt Güter. Machen wir auch mal. Das ist einfach jetzt mal so ein bisschen eine Ausgaberunde. Eine Ausgabefolge, dass wir jetzt einfach eine Modernisierungsfolge jetzt daraus machen. Und wir jetzt einfach hier gucken, dass die ganzen Fahrzeuge alle ein bisschen schneller sind und so weiter. So, dauert's noch. Wir wollen ja statt Holz. Wollen wir statt Güter. Das ist halt so. Kann man nicht ändern. Aber dafür verringern wir dann die Lieferzeit auf 61 Sekunden runter. So, wollen wir statt Holz ist jetzt durch. Und jetzt haben wir wollen wir statt Güter noch. Und hier machen wir gleich weiter. Den Mac 9. Einfach durch. Na, auf 49 Sekunden runter. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Angestellt. Machen wir gleich. Ost-West. Auch 9. 35%. Und einfach mal so ein bisschen Aktualisierungsfolge. Wenn ihr sowas nicht sehen wollt, dann einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Weil, wie gesagt, es ist halt ein bisschen langwierig sowas. Und die nächsten Folgen werden dann auch hoffentlich besser, sag ich mal. So. So, Treustorf Mitte, da machen wir gleich die Zähne. Auf Zentral machen wir auch gleich die 10er drauf. Weil dann ist das erstmal alles durch existiert. Und haben das erstmal so weit. Dann da haben wir auch gleich die 10er drauf. Ist schon so. Das ist auch 6 von 6. Also so ziemlich voll. Hier 9 von 9, das ist schon. Da machen wir auch gleich die Gotha drauf. Nämlich 12. 12, 12,
Man muss halt gucken, was sich rentiert, was sich nicht rentiert. Warndorf auswärts. Das ist auch so ein... Dann nehmen wir aber den kleineren, würde ich sagen. Warndorf auswärts. Ja, nehmen wir den billigeren. Warndorf auswärts. Kann nicht schaden, muss nicht schaden und so weiter. So, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und ich sage fürs Erste, ja, wir können ja noch ein bisschen mit der Bahn noch. Ja, die T24 Berlin, die Aburg. Jetzt kommt die Aburg an. Und die M300. Natürlich jetzt nicht schlecht, gell? Machen wir gleich noch mit einer Bahn mit. Hä? Die sieht schon nicht schlecht aus. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und ich sage fürs Erste, tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Bye, bye.